Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder soweit. Das Königreich Gottes wartet die letzten Jahre. Und überlegt, wir müssen doch die Heretiker wegbekommen. Es sind ja nicht mehr viele. Und vielleicht schaffen wir es noch, die Kopten wegzubekommen. Das fände ich auch noch gut. So viel sind sie ja dann nicht mehr. Die Orthodoxen sind schon komplett weg. Noch so einzelne Provinzen, das ist aber wurscht eigentlich. Verbündet mit dem Mogulreich, oh, okay. Sie sind sogar sunnitisch, ja. Das ist okay. So, gucken wir mal, ob wir die noch wegbekommen. Was ich noch gesehen habe, hier oben ist noch so ein kleines Fleckchen auf einer Insel. Die Norweger sind da einfach mal irgendwie entstanden. Als Protestant, das geht so gar nicht. Da müssen wir noch gucken, wie wir hier Frankreich und die Schweiz klein bekommen. Das wird nochmal ein bisschen komplizierter. So, mal gucken. Wenn wir so ein blödes machen. Da haben wir ganz viel aggressive Expansion. Und wir haben keinen Waffenstillstand. Mit denen schon. Wenn wir die jetzt direkt angreifen würden, wäre jetzt nicht ganz so toll. Wenn wir natürlich Luxemburg angreifen müssten. Hm, wie groß sind die? Nur. Oh, die könnte man über einen Separatfrieden konvertieren. Der Bremen ist revolutionäre Republik, das geht mal gar nicht. Man könnte Lübeck angreifen. Das wäre eine Option. Jetzt schauen wir noch mal kurz wegen aggressiver Expansion. So, Mogulreich haben wir ja einen Waffenstillstand, weil wir da so eine kleine Koalitionskrieg hatten. War nicht ganz so glücklich für mich. Aber nicht so schlimm. Hey! Katranopolis und moin. Hi. Okay. Das kann man gerne machen. Hier wahrscheinlich, ne? Mal gucken. Oh, das Großschreiben muss jetzt nicht sein. Du hast schon so viele Punkte bei mir. Glaubst du es denn? Ich glaube, ich muss mal die Punkte erhöhen, ne? Oh. Oh, bitteschön. Tada. Das arme Konstantinopel. So, wie schaut's jetzt aus? Kaskon haben wir bald annektiert. So, ich glaube, wir können mal die Pause rausnehmen. Ich habe nämlich noch ein paar Rebellen hier überall. Da müssen wir uns mal drum kümmern. Upp. So, der läuft da rein. Passt. Irgendwann hatte ich noch Rebellen. Da unten, genau. 45.000 auf meiner schönen Insel. Und da sind auch noch mal welche. Eieiei. Der läuft dahin. Wo läufst du hin? Ah, die kümmern sich schon drum. Okay. Wunderbar. So, wie schaut es hier aus? Wir haben ein bisschen Überdehnung. Aber das ist gleich weg. Eieiei, haben wir ein Haufen Zeug, ey. Ach, das sind die ganzen Überseestaaten, ne? Ja. So, wie machen wir das jetzt hier am blödesten? Ich würde sagen, erstmal Lübeck. Die alten Reformer. Diese scheiße Revolution, ey, die nervt so. Ja? Total nervig. Ach ja. Spanien ist irgendwie auch revolutionär geworden.
Und was ich auch sehr interessant finde, in Schweden sind sie ein Kaiserreich. Bis sie revolutionär sind. Mit Thronfolge. Verstehe ich nicht so ganz. Aber okay. So erstmal. In der Bündel den Kaiser machen. Oh. Hallöchen. Nationalistische Einstellung. Ganz geil. Ja, genau. Kurz davor. War ja klar. Pause. Ey, ich hab Pause gesagt. Was? Kaskon? Revolutionäre? Das geht gar nicht. So, ich wollte Krieg erklären. Könnte ja zuerst gegen Luxemburg oder gegen Frankreich direkt. Ne, ich mache erstmal hier oben die kleinen Füpsel weg. Brandenburg hilft nämlich nicht. So. Halt, so ist das Falsche. So. Kein Problem. Armee, nehmen wir doch dich gleich. Haben wir noch einen schönen Anführer? Ja. Kommen wir da hoch? Kommt der Sturz reiß, ne? Kein Problem, wir haben Schiffe. Alles kein Problem. Yay! Wir sind wieder quasi Kaiser. Ich hätte mal wieder meine goldene Bude erlassen hier. So, weiter konvertieren. So, jetzt komme ich ja nur so rein, ne? Ganz geil. Oh, Moment. Wenn Würzburg mir Zugang gibt. Dann komme ich doch da hoch. Ist doch alles kein Problem. Wunderbar. Das sind eigentlich mehr ganz ein anderer Armee. Da ist noch einer. Das Schlimme bei so einem großen Reich ist ja immer, dass die Armeen immer sonst wo sind. Das ist total nervig. Warum hatte ich denn die Unruhe drin? Ja. Schaut's denn aus? Oh, ist eigentlich relativ ruhig. Außer hier. Ja, das war von meinem letzten Spanienkrieg. Ja, genau. Da haben wir hier endlich mal das Land vereinigt. Italien. 32.000. Uiuiui. Moment. Wir machen das anders, würde ich sagen, oder? Wir kommen von der Seite. Das ist besser. Danke, danke. Hatte ich da Schiffe? Sollen wir besser in den Hafen gehen hier? Was? Wie? Wo? Moment. Was? Ah, es war, glaube ich, Portugal hier. Da waren die ganze Zeit Rebellen drin. Ein schönes Kolonialreich. Das Päpstliche. Alles katholisch, wunderbar. So gefällt mir das. Wie lange dauert das eigentlich noch? Bis 94 noch, okay, das dauert noch ein bisschen.
diese kleine Insel hier oben muss ich auch mal einnehmen. Ach, Moment. Schiffe? Bitte. Habe ich noch irgendwo eine Armee? Da habe ich noch eine Armee. Habe ich hier noch eine Armee? Da habe ich noch eine Armee. Da habe ich auch noch eine Armee. Komm du mal hier rüber. Dann machen wir halt wieder einen Doppelkrieg. Ist mir auch wurscht. So. Und nicht mehr total überdehnt. Sehr gut. Bin ich hier eigentlich? Nee, bin ich nicht. Achso, weil ich noch auf den Quantitätsideen bin. Wo ich die eigentlich auch nicht mehr so wirklich brauche. Bankiere des Papstes. Was willst du von mir? Ja, komm. Egal. Nicht so wichtig. Apropos, Rebellen. Schaffen die die eigentlich schon, oder? Meint ihr aber viele Reiter drin? Ich bin gespannt. Und dieser Forts hier stört auch total. Dann hatte ich eigentlich schon annektieren bei Gelegenheit. Oh, ich hätte schon längst annektieren können. Naja. Pondetan hat uns wieder zum Rivalen gemacht. Ganz der Kleinscheiß hier. Ja, das war ja easy peasy. Da, oh, schon wieder eine Revolution hier. Ist auch gleich mal da, bitte noch bevor die Festung fällt. Oh, was ist das hier? Klempkische. So, ist mal einer da hier oder wie schaut es aus? Dahin und du gehst dahin. Meine Bord. Wir müssen eine kleine Insel erobern. So, Dilla. Man darf schon Punkte ausgeben. Nee, noch nicht. Das machen wir nicht. Nö, nö. Was? Wie? Wien? Aha. Okay. Moment. Ich hab da noch was. Was dagegen ist. So, ich soll mal wieder ein bisschen runterschalten. Und damit sind auch diese Rebellen weg. Sehr schön. Rebellen. Nö. Gut. So, wie schaut es denn hier aus? Achso, genau. Müssen wir da reinlaufen. Alles minus 78, ey. So übel. Wie viele Kanonen brauchen wir denn jetzt mittlerweile? Ach du Scheiße. 40 Artillerie. Sind die wahnsinnig. Viel zu viel. Können wir eigentlich eine Armee ausheben? Ein bisschen. Hier schnell unsere Festung zurückholen. Ah, okay. Wir konvertieren da unten.
So, haben wir noch Armeen? Nee. Müssen wir eigentlich fast Festungssturm machen, hm? Sonst dauert es ewig. Yay. Ich kann keine neuen Staaten machen, weil wir total überdehnt sind. Gleich mal größere Garnison. Ach komm, ein bisschen geht. So. So, ich brauche da irgendwie noch Kanonen. Gerade schlecht. Ich glaube, wir bauen noch welche. Machen wir überall nochmal. Machen wir nochmal rein. Nochmal 5 überall. Boah. Das sollte erstmal reichen. Und wir können natürlich auch erstmal die hier nehmen. Das wäre wahrscheinlich gescheiter. Erstmal die da vielleicht. Die Festung. Da kommen wir hier schon mal durch. So, der andere ist noch nicht da. Der sieht ja schon besser aus jetzt. So, schaut's hier aus. Yay, wieder befreit. Sehr gut. So, dann schnappen wir uns mal die Armee da. Sonst nervt die nämlich noch weiter hier rum. Yay. Hier oben haben wir auch noch die Nationalisten. Die habe ich vergessen. Wenn sie mal anders. Ist mit drin? Ja, ne? Genau. Sollen die das automatisch machen? Dann passt das schon. So, du kleiner Scheißer, tust jetzt hier überall rumgammeln, oder was? Na danke. Nicht erwischen wir dich. Nach da. Da wollte. Wo? Ja, auf so einer Kackinsel, ey. Haben wir irgendwo eine Armee? Natürlich nicht. Na toll. Nicht mal eine Flotte hier. Die dritte Flotte, wo ist sie denn? Drüben. Ist okay. Da oben. Okay. So. Mal hier gucken. Du willst hier einmal drum laufen, oder was? Oder was wird das? Ah, jetzt haben wir euch.
Hey, Lübeck ist gefallen. Sehr gut. Das gefällt mir. Oh. Achso, wir kommen nicht rein wegen den blöden Dingen. Na, ganz toll. Habe ich keine gescheiten Belagerungsgeräte? Natürlich nicht. Da ist super. Auch noch ein bisschen. So, da haben wir gleich die Armee besiegt. Du läufst dann, dann läufst du dahin. Oh. Er zieht sich zurück. Dann soll er das mal tun. Können wir den damit ein? So, dann nehmen wir hier noch die Kanone raus. Packen wir die auch noch da rein. Und dann haben wir es hoffentlich. Ja, schlimm. Können wir hier wieder was machen? Ja, können wir hier nochmal Pünktchen reinhauen. Obwohl wir schon riesig sind. Wo ist denn das? Ach, das sind die hier hinten. Das dauert wieder eine Ewigkeit, bis die da sind. Total nervig. Sehr schön. Da ist auch die Festung gefallen. Sehr gut. Immer diese Revolutionäre hier. Können wir das hier eigentlich rückgängig machen? Nee, ne? Ist ja blöd. Auch geil, wie sie all die gleichen Flacken haben hier. Doch, Religion erzwingen. Auch geht schon. Dann passt das ja. Dann machen wir Frieden und Gutes. Da halte ich mich nicht länger damit auf. Muss ja jetzt sein. So, dann gehen wir hier hoch. Wir gehen dahin. Wir müssen dann nämlich gleich wieder hier rein. Da haben wir die schon mal überzeugt, nicht mehr Dingens zu sein, ne? So, hier machen wir mal einen General. So. Erklär mal hier mal den Krieg. Auf! Ah, ich habe vergessen, die Dings zu annektieren. Verdammt. So, einmal sammeln. Neu formieren. So. Mecklenburg. Ah, die sind mit Schweden verbündet. So, wir sind noch nicht so weit. Und das hier, Baden. Ah,
Straßburg, Mainz, Trier und was ist das? Drei Bünde. Wann haben die viele Verbündete? Das gefällt mir mal gar nicht. Hier Rostock noch. Lass mal eben die Zeit laufen. So, wenn ich Mecklenburg einen Krieg erkläre, kommen Hamburg schon mal nicht mit. 191, so viel Armee habe ich hier oben gar nicht. Ach, hier hatte ich ja noch die Armee gebaut, ne? Die wollte ich ja auch noch einsetzen. Nee, machen wir das anders. Kommt mal zusammen. Frankreich und revolutionäres Regensburg, das geht doch. Achso, wir haben noch Waffen wohl. Verdammt. Mit. Wie lange? 96. Das geht eigentlich. Das, so lange kann man noch warten. Und Luxemburg? Mit Frankreich? Ulm? Revolutionäres Regensburg. Ja, das geht. Das können wir gerne machen. Dahin, du gehst dahin. Wir treffen uns mal hier. Du kommst mal darüber. Dann machen wir hier noch eine Armee, dann passt das. So, hier unten haben wir Clear. Wie schaut es hier aus? Der muss noch ein bisschen. Okay. Abbrechen. Wir machen das jetzt anders hier. Das dauert mir sonst so lang. So, jetzt müssen wir beide einen drin haben, ne? Ja. Und der Rest kann dahin. So. Ja, die nerven noch ein bisschen. Aber das kriegt man auch noch hin. Hatte ich hier nicht mal eine Flotte hingeschickt? Ach, da. Okay. Ach, das haben wir auch schon gelandet. Sehr gut. Den haben wir das auch erledigt. Danke. Und dann nehmen wir gleich noch Island mit, würde ich sagen. Wenn wir schon mal dabei sind. Und passt das. Klar. Oh, nie, oder? Dieser kleine Kackinsel ist eine Revolution. Na, danke. Ich brauche eine Flotte. Da ist eine. Ich ist denn das? Die siebte. Ja, passt. Wunderbar. So, bauen wir hier noch ein bisschen die Armee aus. Mein Johaid Min den Krieg erklärt. Okay. Das da hinten wird sehr interessant auf jeden Fall. So, Vorlage bitte. Danke.
Okay. So, der landet auch gleich. Sehr schön. Ganze Kleinstarterei da. Warte mal noch ein bisschen. Ich muss noch das andere dann konvertieren, annektieren, Korn. Komm mal darüber. Also mal da auch gleich durch. So, wie schaut's denn hier aus? Ah, sehr schön. Da ist jemand keine Dingens mehr. So, jetzt schauen wir mal, welche wir rausnehmen können. Nehmen wir mal da raus und packen die hier rein. Damit wir die dann gegen Frankreich werfen können. So. Machen wir das jetzt schon oder warte ich noch? Wen wollte ich jetzt angreifen? Frankreich, oder? Oder Luxemburg? Noch 6 Jahre würde ich eigentlich schon noch ganz gerne warten. Machen wir das lieber so rum. Ja, greife ich lieber erstmal die Dingens an. Greife mir sowas von Frankreich. Oder? Blöde ist halt, die Schweiz ist dabei. Aber 5 Jahre Frieden. Wie groß seid ihr? 52. Können wir theoretisch komplett annektieren. Komm, machen wir jetzt. Machen wir das so rum. Gut, dass das alles so schlechte Belagerer sind. So, wer ist noch mit dem Krieg? Hier oben ist noch einer im Krieg, genau. Kommen wir da hin? So vielleicht. Haben wir keinen Militärzugang bei Dingens? Gut. Reykjavik ist unser. Das müsste doch schon reichen, oder? Für eine komplette Annektierung. Schauen wir mal.
Überall so fette Festungen drin, ey. Das ist total nervig. So, müssen wir das da drüben noch und dann passt das. So, wer ist mit dem Krieg? Der und der. Okay. Ach, mit dem war mal durchmarschrecht. Sehr schön. Schaffen wir den? Kommt die anderen wahrscheinlich zur Verstärkung. Tun wir erstmal bei der Schweiz ein bisschen besitzen. Was? Radikalisten? Nervig. Hier oben müssen wir noch. Ein bisschen aufräumen. So, wenn das durch ist, kann man die auch noch hier runterziehen. Dann haben wir da genug Armee. Ah ja. Gut, gut. Alles schön katholisch machen hier bitte. Danke. Steht echt viel Armee rum. Muss man schon mal sagen. Müssen wir fast einen abziehen. Mal die ganzen Anführer hier rausnehmen. Damit man hier einen Überblick hat. Das können wir noch hochziehen. Kostet ja nichts. Dann ziehen wir den mal hier hoch. Ach, das sind wir auch durch. Sehr gut. Dann einmal alles. Hat er jemand was dagegen? Nö, ne? Sehr schön. Dann wäre das nämlich auch weg hier. So. Hier noch ein bisschen und dann ist das erledigt. Ach so, Moment. Armee. Hierher. Eine starke Militärführung, sehr gut. Okay, das ist nicht so gut. Na toll. Ist natürlich doof, wenn die alle drum rumstehen. Kommen wir da rein? Über Umwege. Machen sie auf dem Balean noch stumm? Na super. Okay, okay. Oha. Die legen sich echt mit denen an. Na gut. Direkt mal verloren. Na super, habt ihr das gemacht.
Okay, wo wollt ihr hin? Das ist hier eigentlich Berge. Hügel. Kommen wir da rechtzeitig hin? Nee. Leider nicht. Leider nicht. Abweichender Berater. Moment. Wer ist das? Der Fedi B. Ab mit dem Kopf. Ja, da lieber den rein und stecken da so noch ein bisschen Geld rein, dann passt das schon. Ja, ja. Kann man machen. Ja. Das ist jetzt hier nicht so optimal. Das muss man schon mal so sagen. Schneller! Kopf zur Rettung! Danke. Gut. Das war nicht schön. So, hier oben hatte ich noch eine Armee, genau. So, ich muss hier mal vielleicht die Armee rausziehen. Das hilft dann auch. Okay. Dann stelle ich mal da hin. Schauen wir erstmal, dass wir hier die Schweiz rausbekommen. Dann haben wir da schon mal ein Problem weniger. Ja, ja, die komischen Nationalisten, ne? So, haben wir die letzten da auch noch. Das ist der ganze Kleinscheiß hier, ey. Voll nervig. So, gehen wir damit rein. Ach, Dinge sind besorgt. Warum denn? Gar keinen Grund dazu. Spanisch-kanadische Nationalisten. Keine Armee hier. Das ist ungünstig. Ich hoffe, da kommt einer. Apropos. Ich könnte mir was bauen, das ist völlig korrekt, aber ist die Frage, möchte ich das? Muss ich ja noch mehr Armee verwalten, das ist ja doof. Jetzt schon stressig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einer von denen rüberkommt. Oder? Geh rüber. Das päpstliche Kanada. Tu mal was für mein Geld. Tu was? Tu was? Tu was?
sonst geht's noch. Okay. Oh, General gestorben. So, kommt die jetzt? Tun die was? Die tun mal wieder nichts, ne? Oh. Nervig. Muss ich echt noch eine Armee ausheben? Ach, Mann. Na gut. Ach, guck mal, wie lange das dauert. Der Spaß. So. Ist ja übel. Komm her. Okay, machen wir es so. Leicht drüber mit ein. Ist okay. Muss ich echt noch eine Armee bauen. Gerade alle abgezogen da hinten. So, was ist denn hier passiert? Der wurde exiliert. Sehr schön. Kann man dich schon rausnehmen? Natürlich nicht. Wo ist denn hier die Hauptstadt oder war das gerade die Hauptstadt? Da ist die Hauptstadt. So, hier. Das Ödland. Da ist noch ein Physician. Überall die Revolution hier. Voll nervig. Oh, Hallöchen. Voll in die Armee reingelaufen. Sehr schön. So, schaut sie unten aus. Kommt. Ach, die Schweiz. Die Nerven. Oh Mann, jetzt in Portugal auch schon soweit. Alles revolutionär. Ist ja belastend. Ist total nervig, sowas. Ich meine, erst war ja Polen-Litauen, ne? Revolutionär. Dann habe ich es wieder Krieg geführt, damit sie es nicht mehr sind. Und dann ist Schweden geworden. Ganz toll. So, das haben wir auch erledigt. Na, Gott sei Dank. Oh, was ist denn das hier? Was wollt ihr bei uns? Das geht ja mal gar nicht. Das Schlimme ist ja, wir sind mit Schweden verbündet gewesen. Damals. Da kannst du ja nicht mal gleich den Krieg erklären. So, Bremen, Schur. Dann geht mal da rüber. Oh, ich sehe gerade, da müssen wir mal ganz schnell runter. Nachdem die sich erholt haben, natürlich. Wo der könnte den Turbo einlegen. Ah, überall Revolution. Ist ja nervig. Ich muss mal mit Frankreich spielen und das selber machen. So, dann sind die gleich weg. Sehr gut. So, du gehst wieder dahin. Du stellst dich mal dahin. Der kommt mal dann rüber. Ne, so passt das doch. Oh, mal schauen, ob die Burg fällt. Ne. Gut. So, das war's zur französischen Armee.
Achso, da kommen wir nicht hin. Hallöchen, Armee. Ah, hier, schon wieder die Säckel. So. Ich kann die leider im Separatfried nicht davon überzeugen, wieder Monarchie zu werden. Das ist total kacke. Ich könnte mal sagen, tu mal die Bündnisse alle auflösen. Könnte ein revolutionäres Werden rauslassen. Nee, lass mal. So. Jetzt kann der Kaiser denen mal den Krieg erklären und die wieder zur normalen Nation machen. Ach hier, die müssen wir ja auch noch angreifen. Da war ja noch was. Oh, 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 oh. Mal ganz schnell darüber. Sehr schön. Irgendwie fehlt hier was. Hat dann gefehlt tatsächlich. So. Ich hatte hier die, wie sind die? Sakawala Lava komplett mit dem und dann sind die rausgekommen. Das ist immer total nervig mit dieser Piratenüberblick. Das ist nicht schön. Oh, hier muss ich schon mal Trappistenorden. Okay. Interessant. Ah, dieses Mogulreich ist so nervig. Und die Mandschurei wird jetzt auch nervig. Schweden macht jetzt das, was Russland macht. Ja. Und Saleh, Pirat, wo war denn Saleh nochmal? Lass mal überlegen. Saleh. War das hier irgendwo? Kann das sein? Marokko? Hier. Ach hier. Da kann ein Pirat entstehen. Okay. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen Händler mehr. Wo ist denn der hergekommen? Was macht meine Armee eigentlich? So am Bauen. Die macht auch nichts mehr, Kanada. Hm? Ah, okay, interessant. Ja, ich habe eigentlich noch nicht so wirklich mit Marokko gespielt, glaube ich. Aber auch mal interessant. Flup. So, danke. Da sind wir immer noch nicht durch. Nefisch. Ah, da sind wir durch. Würzburg, Verträge aufkündigen mit Frankreich. Anhalt Mainz. Mali, Mandschurei. Achso, die haben Militärzüge. Die machen dann immer Militärzüge, wo sie nie im Leben hingehen. Tschüss.
Jan Janssonsen. Aka Murat Reis nach seiner Umbenennung. Okay. Murat Reis ist ja auch ein geiler Name. So, du kommst mal da hoch. Der kommt dahin und du gehst dahin. Ach, geht nicht mehr, wenn er da lang läuft. Okay, dann geht er hin. Ja, genau. Oh Mann, manche Namen. So, wie schaut's denn aus? 39%. Achso, ich wollte ja noch ein bisschen was bei der Schweiz machen. Ich kann leider die Religion nicht im Separatfrieden erzwingen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Entweder ich nehme es jetzt im Separatfrieden so raus. Dann haben wir 5 Jahre Frieden. Was wir eh gehabt hätten. Wir hatten eh Waffenstillstand bis 96. Und dann würde ich die nochmal angreifen. Ich würde gerne die Verträge rausnehmen, glaube ich. Ja, das tut wieder die Verträge verhindern. Nee, es passt schon. Lass mal so. Nee, komm. Dann machen wir weißen Frieden. Oder ich nehme ganz viel. Was auch kacke ist. Nee. Eine Kirche lieber komplett Frankreich. Ehrlich gesagt. Luxemburg müssen wir noch belegen. Das würde gehen. Okay, dann nehmen wir Schweiz so raus. Hätte ich gar nicht so viel erobern brauchen. Tut sich hier was ändern? Ja. Nee, komm. Frieden. Raus mit dir. Fertig. Luxemburg wollte man noch ändern, siehst du? Das war's. Wegfindung manchmal ist der Wahnsinn. So, dann stirb mal. Ah, Pepsi Kaskadien ist fertig. Sehr schön. Achso, ich hatte hier eine Armee. Wie war denn das? Dauert noch. Okay. Auch geil. Hier den Zipfel noch. So, Handel. Weiß mir ja gar nicht, wo man hinstecken soll. Schaut es denn hier so aus? Sind wir schon einmal drumherum? Hier könnte man noch einen reinstecken.